und mir gelüstet gerade voll nach Grießbrei und Futter für die Seele. Schönen guten Morgen, ihr Lieben, es ist Dienstag und da ich heute ja meinen Termin beim Therapeuten habe und wahrscheinlich gar nicht so sehr zum Filmen komme, dann habe ich mir gedacht, ich mache heute ein What I Eat und würde euch heute gerne mitnehmen, was ich so esse heute den ganzen Tag, genau. Wir haben es jetzt gleich 9 Uhr schon und ich würde mir jetzt was zu Frühstück machen und mir gelüstet gerade voll nach Grießbrei und deswegen werde ich mir jetzt ein Grießbrei mit Proteinen machen und das werde ich euch jetzt hier zeigen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und vielen Dank, dass ihr dabei seid und ich würde sagen, ich richte jetzt mal mein Frühstück. So, ich habe jetzt hier 300 Milliliter Milch, die werde ich jetzt erstmal warm machen. Grießbrei wiege ich mir ab so 40 Gramm. Zum Süßen werde ich mir diese Flavor Drops mit Strawberry Cheesecake reintun. Da mache ich mal so 3, 4, 5, 6, 5 haben wir. 6, 7, 8 Tropfen rein. Probieren wir mal, ob die Milch schon süß ist. Mhm, passt. Tun wir jetzt ungefähr in den Milchkoch, kann der Grießbrei eingerührt werden. Lassen wir das kurz kochen, dass es ein bisschen andickt. Aber ich lasse den noch ein bisschen andicken. So, jetzt wird er langsam ausschalten. So, jetzt lasse ich den ein bisschen abkühlen und wenn er abgekühlt ist, werde ich das Proteinpulver reintun. So, ich habe den Grießbrei jetzt draußen auf dem Balkon stehen gehabt. Jetzt ist der schön kalt und jetzt habe ich hier 20 Gramm neutrales Proteinpulver und das rühre ich jetzt mit rein. Upsala. Im Teller hergerichtet. Tu mir die Portion rein. Heidelbeeren drauf. Das ist jetzt mein Frühstück. Grießbrei mit Proteinen und Heidelbeeren. Das werde ich jetzt mal versuchen. Grießbrei ist für mich so richtiges Futter für die Seele. Ist so gut. Ist so lecker. Ich habe euch gestern ja erzählt,
dass mein Stottern immer dann schlimmer wird, wenn es mir psychisch nicht so gut geht. Und ich muss echt sagen, manchmal fällt es mir echt schwer, dann das Voice-Over zu machen oder überhaupt dann in die Kamera zum Reden. Nur ich darf mich nicht verstecken und ich will mich auch nicht verstecken. Und deswegen zeig ich das, weil ich halt auch, weil ich einfach auch jedem Mut machen will, dass auch wenn man ein Handicap hat, dass man sich absolut nicht zu verstecken braucht. Und deswegen versuche ich das ja halt mich dann auch zu zeigen, auch wenn es mir dann schwer fällt. Und der Grießbrei ist so lecker. Genau, ja. Und was ich dann schlimm finde eigentlich, ist, wenn sich die Leute lustig über mich machen. Es passiert Gott sei Dank nur ganz, 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 ganz selten. Aber ich denke mir dann halt auch manchmal, vielleicht machen sich die Leute lustig, weil sie einfach nicht wissen, wie sie in dem Moment umgehen sollen mit mir. Aber ich bin ich bleib ich und ich will mich nicht verstellen. Ich will auch das Voice-Over oder auch wenn ich so ein Video aufnehme, nicht schneiden, sodass die Stotterer rausgeschnitten werden. Weil ich denke, man sieht es auch, wenn das rausgeschnitten wird. Und deswegen, ja, genau. So. Ich habe mit meinem Therapeuten gerade vorher Kontakt gehabt, dass wir den Termin heute online machen, was für mich ganz schön ist, dass ich eben nicht nach München fahren muss, zumal ja der Streik der Bauern gerade ist. Und dementsprechend brauche ich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel länger als sonst. Wobei ich die Bauern auch komplett verstehen kann, weil es muss irgendwann mal was passieren. Aber ich will da gar nicht irgendwie wie eine Debatte lostreten oder sonst was. Jeder darf seine Meinung haben. Deswegen, das Thema ist jetzt durch. So, ich esse jetzt noch meinen Grieß fertig. Ich denke, dass mir die Portion auf jeden Fall mich satt hält bis heute Mittag. Zum Mittagessen habe ich mir gedacht, da ich ja heute doch kochen kann, weil ich nicht unterwegs bin, werde ich heute eine Bulgur-Gemüsepfanne machen und dazu gibt es Lachs. Genau. Ich esse jetzt mein Grieß fertig und würde sagen, ich nehme euch dann wieder mit, wenn ich das Mittagessen koche. Genau.
habe mir jetzt ein kleines Mittagessen gemacht. Wir haben es jetzt 12.30 Uhr. Ein Vollkornroggenbrot mit Hummus, Ei und ein paar Tomaten und das lasse ich mir jetzt schmecken. Wir haben es jetzt gleich 2:30. Der Christoph kommt in einer Stunde nach Hause. Das heißt für mich Mittagessen kochen. So, ich habe heute Morgen gesagt, ich möchte eine Bulgur-Reis-Gemüsepfanne mit Lachs machen. Ich habe es allerdings festgestellt, ich habe überhaupt keinen Bulgur da. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich werde eine Gemüsepfanne mit Reis und ein bisschen Quinoa machen. Ich habe beides schon vorgekocht und jetzt werden wir noch schnell das Gemüse klein schneiden. So zusammen alles anbraten. Den Lachs werde ich im Backrohr garen und ich würde sagen, wir legen los und ich zeige euch, wie ich das mache. Zuerst habe ich eine halbe Lauchstange klein in halbe Ringe geschnitten, dann etwas Erdnussöl und Sesamöl in eine Pfanne gegeben. Und zuerst die Lauchzwiebeln angebraten, dann die klein geschnittenen Karotten dazugegeben, die rote Paprika klein geschnitten und mit hinzugefügt, dann zwei Stangen Staudensellerie klein geschnitten. Und zum Schluss habe ich dann noch eine halbe Zucchini in kleine Stücke geschnitten. Und dann habe ich noch eine Handvoll braune Champignons dazu gegeben und ein Bund Frühlingszwiebeln in Ringe geschnitten und auch dazu gegeben. Gewürzt habe ich das Ganze dann mit ungefähr 2 Esslöffel Tomatenmark, Knoblauch, Hanut, Kurkuma und Pfeffer und Salz. Dann habe ich den Reis und den Quinoa untergerührt. Für die Farbe habe ich dann noch 2 Esslöffel Eiweiß dazu gegeben und nochmal ein bisschen Knoblauch dazu ein bisschen Wasser abgelöscht und dann noch 10 Minuten auf kleiner Flamme ziehen lassen. Den gewaschenen Lachs habe ich abgetrocknet und in eine kleine Auflaufform gegeben. Dann habe ich eine Marinade gemacht aus Salz, Pfeffer, Knoblauch, Olivenöl, etwas Zitrone und Petersilie. Habe das dann auf den Lachs draufgegeben. Dann habe ich das Ganze abgedeckt mit Alufolie und bei 200 Grad Umluft 15 Minuten garen lassen. So, das ist jetzt die Quinoa-Reispfanne mit Lachs und ich habe mir noch ein bisschen Joghurt drauf getan. Das sind 175 Gramm von der Pfanne, 100 Gramm Lachs und ungefähr 50 Gramm Joghurt. Und das werde ich jetzt essen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Appetit, hauptsächlich auf was Süßes. Deswegen habe ich mir hier Skyr gemacht, gesüßt mit Süßstoff. Dann habe ich mir Der Skier sind 150 Gramm. Dann habe ich mir 2 Esslöffel Kakaopulver drauf gemacht und 60 Gramm Blaubeeren. Und das werde ich mir jetzt als Spätsnack quasi noch schmecken lassen. Wir haben es jetzt übrigens gleich 20 Uhr. Hallo ihr Lieben, guten Abend. Ich bin gerade dabei, meinen
Snack zu essen. Das ist auch schon fast leer. Schmeckt sehr, sehr lecker. Das schmeckt mit dem Kakaopulver so ein bisschen nach Schokopudding und ist sehr, 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 sehr lecker. Also richtig gut. Genau. Ich blende euch jetzt gleich mal noch ein Bild ein von der Tagesbilanz und ich bin heute eigentlich sehr, sehr gut. Ich komme auf nicht ganz 1500 Kalorien. Ich habe mir in den letzten Tagen relativ viel über intuitive Ernährung angeschaut. Und muss sagen, das Konzept ist eigentlich gar nicht so falsch. Ich habe heute zum Beispiel weit weniger Hunger auf was Süßes gehabt als sonst, weil ich auf meinen Körper gehört habe und mir gedacht oder auf das gehört habe, was ich gerne essen will, weil normalerweise bin ich jemand, der morgens immer seine Haferflocken isst. Und ich habe seit Tagen schon so Lust auf Grießbrei in der Früh gehabt und habe mir das nie gemacht, weil ich immer gedacht habe, nö, ich muss die Haferflocken essen, weil die sind gut, die tun mir gut, die machen satt und so weiter. Und heute war eben ein Tag, wo ich extrem auf das gehört habe, was mir mein Körper sagt. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich, wenn ich auf meinen Körper höre, da muss dann wohl was doch, dann muss da wohl doch was Wahres an der intuitiven Ernährung dran sein. Und aus dem Grund habe ich auch viel, viel weniger Heißhunger gehabt als sonst. Also ich werde das mal beobachten und werde jetzt einfach mal weiterschauen, ob das jetzt nur gerade durch einen Zufall so war oder ob da doch was dran ist, wo ich sagen kann, okay, das ist was für mich, das ist eine Ernährungsform, die mir gut tun kann. Genau, so. Ich bin jetzt schon abgeschminkt, bin im Schlafanzug, esse jetzt noch mein Snack fertig und dann werde ich mir Zähne putzen und dann ins Bett gehen. Ich denke, dass ich so bis um 8:30 im Bett bin. Ja, es ist früh, aber ich brauche meinen Schlaf. Also seit ich die ganzen Medikamente nehme, ist, dass ich sehr viel Schlaf brauche. Ich weiß, es ist früh, 8:30 ins Bett zu gehen, aber ich schlafe ja noch nicht gleich. Meistens ist, dass ich mir noch so 1,5 Stunden eine Serie auf meinem Tablet noch am Bett anschaue. Genau. Ich bedanke mich bei euch vor ganz, ganz doll, vor allem dafür, dass ihr mir heute so viele Liebe oder ihr im letzten Video mir so viel, viele liebe Kommentare geschrieben habt. Ihr wisst gar nicht, wie sehr mir das gut tut. Das ist so schön und das tut der Seele richtig gut. Vielen, vielen Dank euch. Genau. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend bzw. schönen Tag, weil ihr seht es ja morgen früh. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen werde ich euch auf jeden Fall wieder ein bisschen im Haushalt mitnehmen und wir werden auch kochen wieder zusammen. Genau. Gut, ihr Lieben, ich verabschiede mich und wir sehen uns morgen. Tschüss, macht's gut.